Die Natur ist doch immer wieder schön. Mhm. Gut, ohne Opfer wäre es natürlich schöner. Und ohne Stechmücken. Hallo. Ja. Fuchs, Kollege Stieler, Kripo München, wir übernehmen das jetzt. Danke. Hallo. Hey. Spurensicherung schon unterwegs? Fuß ist unterwegs. Ja, danke. Habt ihr irgendwelche Sachen gefunden? Irgendwas, was auf ihre Identität schließen lässt? Die hat nicht mal eine Jacke an. Okay. Ja, Gott sei Dank wurde sie von einem Radfahrer gefunden, sonst wäre sie vielleicht schon tot. Könnt ihr schon sagen, ob sie durchkommt? Na, können wir im Moment noch nicht sagen. Ich hol die Trage. Zerkratzte Arme, Kopfwunde. Möglicherweise ein Sexualdelikt? Naja, schau mal hier. Sie könnte vor dem Täter geflüchtet sein und dann hingestürzt sein. Möglich. Charlie? Was ist das da? Steht da jemand? Hey! Polizei! Hallo! Fehlanzeige. Sportjacke. Könnte Ihre Jacke sein. Nichts drin. Kein Handy, keine Papiere. Nix. Okay. Hey Robert, check doch mal die aktuellen Vermisstenmeldungen. Wir haben hier ein weibliches Opfer. Circa Mitte 30, blond, mittelgroß, sehr schlank. War vermutlich joggen. Guck doch mal, ob ihr da irgendwas habt. Danke. Wenn die Spurensicherung hier nichts findet, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit. Dann müssen wir die Öffentlichkeit hinzuziehen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß, ich kann dich mit Kaffee nicht locken, aber ich habe dir mal einen Tee gebracht. Oh, danke. Sehr gerne. Sag mal, in diesem Hotel wohnt der Mann, der sich auf den Öffentlichkeitsaufruf gemeldet hat? Ja, genau, Guido Hellweg. Der ist hier mit seiner Reisegruppe abgestiegen. Ah. Der organisiert doch so Single-Reisen mit seiner Agentur Love Tours. Warte mal. Ach, wer sonst? Guten Morgen, Robert. Gibt's was Neues? Wie geht's dem Opfer? Leider nichts Neues. Die Frau ist immer noch bewusstlos. Hoffentlich finden wir bald raus, wer die Frau ist. Konntet ihr schon mit dem Mann sprechen? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, wir haben ihn gerade gefunden. Okay. Viel Erfolg. Bis später. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Stehler, mein Name. Von der Kripo München. Meine Kollegin Frau Fuchs. Hellweg, gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Eine Teilnehmerin meiner Single-Reisen, Nathalie Hansen, ist gestern Nachmittag nicht von ihrem Spaziergang zurückgekehrt. Und Sie sind sich sicher, dass es sich dabei um das Opfer aus dem Wald handelt? Tausendprozentig. In der Suchmeldung war ihre auffällig bunte Jacke abgebildet. Das ist hier ein Schnappschuss von gestern. Ja. Sind die Teilnehmer Ihrer Gruppe alle noch da? Ja. 6 Männer und 6 Frauen, die Sie vorher nicht kannten. Das macht ja auch den Reiz aus, nicht wahr? Jemanden kennenlernen, nicht nur für ein kurzes Date, sondern gleich eine ganze Woche lang. Für Sie würde ich ruckzuck jemand finden. Das ist total nett von Ihnen, aber ich komme super alleine klar. Jetzt mal zurück zum Opfer Nathalie Hansen. Was für einen Eindruck hat sie auf Sie gemacht? Sie war sehr freundlich, aber schüchtern. Sie hat sich eher von der Gruppe distanziert. Sie hat sich distanziert? Man bezahlt eine Menge Kohle, um einen Partner kennenzulernen und distanziert sich dann? Ungewöhnlich. Hatte sie Streit mit jemandem oder fühlte sie sich belästigt oder bedroht? Nicht in meiner Gruppe. Aber? Naja, ich habe da gestern durch Zufall so ein Telefonat mitbekommen. Da wirkte sie total aufgewühlt und sehr wütend. Haben Sie mitbekommen, mit wem sie telefoniert hat? Leider nein. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Telefonat und ihrem Verschwinden. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie den Angriff auf meine Kundin schnell aufklären können. Die anderen Reiseteilnehmer haben schon Angst. Manche wollen den Urlaub sogar abbrechen. Das geht auf keinen Fall. Wir müssen alle befragen. Bitte trommeln Sie alle zusammen. Alles klar. Danke. Ich rufe mal Verstärkung für die Befragung und frage die Hotelangestellten, ob irgendjemand was gesehen hat. Hier müsste doch eigentlich auch Überwachungskameras hier geben. Ja, normalerweise ist davon auszugehen. Ja. Okay, ich schaue mich drin mal um. Im Zimmer des Opfers, ja? Alles klar, bis gleich. Okay, vielen Dank, Frau Meiners. Und Sie sind für die Reinigung dieses Zimmers verantwortlich? Nein, ich arbeite wechselweise an der Rezeption und der Hotelbar. Ah, okay. Kannten Sie Frau Nathalie Hansen?
Nur von der Schlüsselübergabe. Sie war freundlich, herzlich, eine hübsche Frau. Mhm. Darf ich mal kurz? Mhm. Ist sie das? Ja. Okay. Entschuldigung, da muss ich rangehen. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank. Micha. Ja, wir wissen jetzt, dass das Opfer Natalie Hansen heißt und wohnhaft in München ist. Gibt's bei dir was Neues? Ja, leider schlechte Nachrichten. Der Zustand des Opfers hat sich rasant verschlechtert. Scheiße. Das bedeutet, wir können sie erstmal nicht befragen. Ich hoffe, sie schafft es. Ja, und da ist noch was. Die Ärzte können sich ihren Zustand nicht erklären. Sie hat keine schwerwiegenden Verletzungen, aber sie ist zwischendurch immer mal wieder bewusstlos, hat hohes Fieber und wird immer schwächer. Okay. Das könnten Symptome für eine Vergiftung sein. Das denke ich auch. Aber dann war es auch kein Sexualdelikt und sie erst recht kein Zufallsopfer. Warte mal. Ich glaube, ich habe was Interessantes. Zerrissener Drohbrief. Du arrogante Kuh hältst dich wohl für etwas Besseres. Aber mich weist niemand ab. Irgendwelche Hinweise auf den Verfasser? Naja. Kugelschreiber geschrieben, Druckbuchstaben. Und der Zettel ist vom Hotel. Na gut, dann könnte die Drohung möglicherweise von einem zurückgewiesenen Single-Reisenden stammen. Warte mal kurz. Das muss ihr Handy sein. Ich melde mich später. Philipp? Ja. Warte mal, warte mal. Ach, Scheiße. Das war eine Münchner Vorwahl. Ist gesperrt. Soll ich die jetzt hier noch mal genauer anschauen? Ich habe hier was Interessantes auf dem Material der Überwachungskamera des Hotels gefunden. Guck mal. Das ist sie doch. Ganz genau. Ungefähr eine Stunde, bevor sie zu ihrem Spaziergang aufgebrochen ist. Und es sieht definitiv nicht nach einer Zufallsbekanntschaft aus. Kennzeichen kann man leider nicht genau erkennen. Vorne ist wahrscheinlich ein M. M, München. Mhm. Genau die Vorwahl hier. Okay. Wir müssen über den Provider rausfinden, wer der Anrufer war. Vielleicht der Typ vom Video. Möglich. Philipp hatte recht. Der Mann auf dem Video und der Anrufer sind ein und dieselbe Person. Und zwar der Ehemann von Frau Hansen, Fabian Hansen, 38 Jahre alt. Die beiden haben sich vor einem Dreivierteljahr getrennt, weil er sie massiv bedroht hat. Und laut Gerichtsbeschluss darf er sich seiner Frau auch nicht mehr nähern. Vielleicht war ihm dieser Gerichtsbeschluss auch scheißegal, als er erfahren hat, dass seine Frau eine Single-Reise macht. Also bereit ist für einen neuen Partner. Und das hat ihm nicht gepasst. Und deswegen ist er auch in dieses 80 Kilometer entfernte Urlaubshotel gefahren. Um sie zur Rede zu stellen. Oh. Und dann kam es zum Streit, wie wir auf dem Video gesehen haben. Sie hat ihn abgewiesen und damit kam er nicht klar. Und später, als sie spazieren gehen wollte, hat er ihr aufgelauert. Er hat sie angegriffen, sie hat sich gewehrt und ist dann diesen Abhang runtergestürzt. So könnte es gewesen sein. Nur beweisen können wir das nicht. Auch diese Symptome, die sie hat, die passen doch nicht zu einem normalen Angriff. Wurde eigentlich in ihrem Blut irgendwelche Gifte gefunden? Es läuft alles noch. Warten. Das ist nicht gerade meine Stärke. Ja, ich weiß, Robert. Aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, herauszufinden, ob diese Drohung hier im Zusammenhang mit ihren Vergiftungserscheinungen steht. Die Kollegen sollen sich mal ihren Ex-Mann vorknöpfen. Vielleicht können wir so weiter. Micha meinte, wir sollen vorsichtig sein. In seiner Akte ist vermerkt, dass Herr Hansen ziemlich aggressiv ist. Ha, ein Glück hast du einen starken Begleiter bei dir, oder? Gott sei Dank. Herr Hansen, machen Sie auf, ich hab Sie gesehen. Polizei! Scheiße, der haut ab. Okay. Hey, Bettine! Ja, komm, hey. Scheiße, Hände auf den Rücken, Hände auf den Rücken, ganz ruhig. Sonnenscheiße! Ich will nicht in den Knast, okay? Ich weiß doch, warum Sie hier sind. Ach ja? Deswegen bist du abgehauen, oder was? Ja, weil ich gegen die Auflagen verstoßen habe. Meine Frau hat mich sicher angeschwärzt. Ihre Nochfrau liegt auf Intensivstation. Sie wurde am Urlaubsort, nachdem Sie dort waren, überfallen. Was? Aber mit dem Überfall habe ich gar nichts zu tun. Ich war ja nur kurz beim Hotel, mit ihr zu versöhnen. Ja. Und deswegen fahren Sie einer Frau, von der Sie seit Monaten getrennt leben, 80 Kilometer hinterher? Wer soll Ihnen das glauben? Außerdem wurde Ihre sogenannte Versöhnung von der Hotelkamera aufgezeichnet. Also ganz ehrlich, sah für mich eher nach einem handfesten Streit aus. Komm. So, du bist jetzt schön ruhig, ja?
Hey, Micha. Wir haben Herrn Hansen vorläufig festgenommen und bringen ihn zur Vernehmung mit. Kleine Planänderung. Ihr müsstet so schnell wie möglich zurück ins Dorf zum Krankenhaus, in dem Nathalie Hansen liegt. Ihr Zustand hat sich wohl etwas verbessert. Vielleicht habt ihr eine Chance, mit ihr zu sprechen. Okay. Danke, bis später. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Sie sind Dr. Rott, der behandelnde Arzt von Frau Hansen? Ja. Mein Name ist Fuchs, Kripo München, das ist mein Kollege Stehler. Hallo, okay. Ist irgendwas passiert? Der Zustand von Frau Hansen hat sich massiv verschlechtert. Wir müssen sie dringend in die Uniklinik verlegen. Okay. Können Sie uns sonst irgendwas zu Ihrem Zustand sagen? Ein Sexualdelikt ist ausgeschlossen, genauso auch ein Überfall. Die leichten äußeren Verletzungen stammen vermutlich von einem Sturz. Moment, das heißt, es gibt auch innere Verletzungen? Wurde sie vergiftet oder was? In der Tat. In dem Blut wurden Spuren von Rizin gefunden. Rizin? Also Rizinus, das ist doch das Gift einer Pflanze. Sie muss sich die Substanz vor dem Eintreten der ersten Symptome zu sich genommen haben. Das würde auch den Zusammenbruch im Blut erklären. Ihre Leber und Nieren sind schon enorm geschädigt. Ein Multiorganversagen droht, was unweigerlich zum Tod führt. Gibt's kein Gegenmittel? Leider nein. Wir versuchen alles, aber wenn kein Wunder passiert, dann wird Frau Hansen nachts überleben. Wir müssen jetzt auch los. Halten Sie uns bitte auf dem Laufenden, ja?